Hey, das sieht aus wie eine Wettbewerbshalle und ich meine mich zu erinnern, dass das auch der Ort war, wo Pokémon Contest auf der Karte stand. Das ist interessant. Anja! Ich hoffe mal, bei der Kampfbasis wird nicht der Ton durchdrehen. Es ist ja genau bei der Kampfbasis passiert. Bei der vierten. Wow! Mann, wieso geht das? Später kann man keine Pflanzen-Pokémon mehr mit Puderattacken angreifen. Naja, solange du kein Trauma gibst, das die ganze Zeit Hypnose spammt, lass ich das noch irgendwo durchgehen. Und Dewgong, ja, lass das mal Anton machen. Obwohl, das kann Eises Kälte haben. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Kommando zurück, wenn das Eises Kälte hat. Mein Magneton hat Robustheit. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ist mir gerade mal wieder so in den Sinn gekommen. Mir gefällt nicht. Seht ihr bei der unteren Flosse, seht ihr da dieses weiße Stückchen, was da nicht reingehört beim Zwischenraum? Das ist ein widerlicher Sprite, wenn man dieses Detail sieht. Ich achte auf Kleinigkeiten, ja. Das gehört da nicht so hin. Ich habe unter Benjamin trainiert. Wer ist dieser mysteriöse Benjamin? Benjamin Franklin. Das ist ein geniales Matchup. Sowas sehe ich gerne. Dennoch, was willst du ausrichten? Na, reicht das so wie der KP-Balken? Das war mir schon bei der Geschwindigkeit vom KP-Balken irgendwo klar. Und was wird denn das jetzt? Der hat ja nur Elektro-Pokémon, weil er ein Gitarrist ist. Oh! In dieser Kampfbasis scheint es also auch Scenes zu geben. Also haben die Trainer untereinander schon gewisse Pokémon-Typen. Nur jetzt setzt halt jeder einen anderen Typen ein. So ist das wohl gedacht. Ja. Easy. Und damit sollte ich sogar fast ein Level-Up rausschlagen können. Ich glaube nicht, dass das schon fürs Level-Up genügt. Bam. Was willst du mit dem Lichtschild? Ich glaube, jetzt fliegt mir vielleicht was um die Ohren. Nein, es verzichtet darauf, dich zu boomen. Dann schnell ich dich mal in zwei Hälften. Sollte man eine Bombe aufschneiden, ist das so schlau? Ich glaube nicht. Unplugged and turned off. Ja. Oh, die sind gar nicht so in den Ecken, sondern rundherum um diesen Ring. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass er ein Hasbüro neben sich stehen hat? Ich musste das jetzt erwähnen, sonst denken Leute wieder, ich bin so blöd. Und mach wieder so eine Show wie bei dem Reshiram damals. Ihr wisst noch, oder? Das Riesen-Reshiram, das ich nicht kommentiert habe, bis ich kurz davor stand. Wie kriege ich denn das jetzt am besten down? Ich kann auch austauschen, so ist es nicht. Dauert mir zu lange sonst. Vor allen Dingen, wenn es sowas macht, ja. Ich bekomme dennoch ein Level up, wenn ich die EP teilen. Das wusste ich, dass dann ein Flammenwurf reicht. Oh, oh. Da kommt die Ziege mal reingeflogen. Und Roserade kann ich gleich mitnehmen. Aber es passt ja auch zum Zauberer, dass er ein Kaninchen neben sich stehen hat. Das ist lustig. Und eine Oma will's wissen. Ich sollte dir beibringen, wie hart Kämpfe sein können. Oder wie rücksichtslos am Kämpfen sein kann. Warum denn immer das Vieh? Das kommt so häufig. Boah, jetzt hast du mal endlich eine starke Giftattacke benutzt. Das ist das erste Mal, oder? Oder ich erinnere mich nur nicht an das andere Mal dann. Wow, reicht nur nicht.
Oh, das könnte. Das könnte nicht reichen. Oh, ich dachte gerade, ich bin paralysiert. Das war aber die Nachricht, dass ich aus der Verwirrung draußen bin. Ey, das war ja lächerlich. Das hätte ich ja noch ein zweites Mal überlebt. Was war das denn für eine Tour gerade? Hat das Schwebe? Ich will eigentlich ausprobieren, ob es Schwebe hat. Ey, was wird denn das? Was haben die denn vor hier? Warum besiegt ihr mich nicht einfach? Na gut, das war aber abzusehen. Das war wirklich abzusehen. Aha. Sehr toll. Ja. So. Jetzt aber. Ich glaube, dass ein Crunch reicht, denn bei einem Gengar war das auch immer eine Menge Schaden. Da wird es bei Apollo locker reichen. Ja, ich glaube, ich habe gerade Apollo gesagt. Nein, das ist keine. Es hat nichts mit dem Weltraum zu tun. Und zack. Also ist mir das vorher nie aufgefallen? Oder warum ist der Donnerblitz von Magneton so overpowered? Das ist ja neben Hitzekoller die Attacke, die in meinem Team am meisten Schaden anrichtet. Unfassbar! Oh, jetzt haben wir gut Zeit für den großen Kampf hier. Das macht Spaß. Den will ich vorne haben erstmal, bevor ich ein Safe State setze. Der Affe. Ich weiß nie, was so kommt. Der Affe wird schon richten. Sprechen wir erstmal das Hassbüro an. Oh, kann ich gar nicht, weil das automatisch beginnt. Ich nehme deine Herausforderung an, aber lass mich erstmal was testen. Bunnery, it's time for you to shine. Try to find my friend. Was? Was? Oh, jetzt müssen wir die extra Zeit noch nutzen, um das Hassbüro zu finden. Was ist das überhaupt? Oh! Ich hab's! Oh, ich hab's sofort gefunden! Sofort! Das war gerade ein purer Zufall, ich schwöre. Ich schwöre, das war gerade nichts als Zufall, dass ich sofort gefunden habe an der Stelle. Wow. Das hast du toll gemacht. Du hast ein paar Pflanzen angesprochen. Damit hast du dich als würdig erwiesen. Eine schier unlösbare Challenge. Oh ja. Das könnte Ruffina sogar schaffen bei dem schlechten Pokémon. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir bei dir ein paar Pokémon wiederbelebt habe. Bei einem anderen großen Kampf. Haha. Komm, reiche. Die Hoffnungen und Träume, die man hat, ne? Ganz knapp nicht aufgefüllt. Wieder verbleiben 2 KP. So, ja, war klar. Warum überrascht mich das? Neuer Versuch. Vielleicht kriege ich diesmal eine gute Roll. Nein. Ja, vergiss es. Vergiss es. Oh! Hä, hey, reicht das? Holy shit. Ja, gut. Ging ja irgendwie doch. Absurd, da bleibe ich sogar drin. Das fürchte ich immer noch nicht. Revenge. Oh. Ja, schade. Schade. Geißlein! Zerschneide das Vieh. Oh, das wird schon. Nee, jetzt wird es nicht mehr so knapp, weil jetzt leider Boosts drin sind. Das muss ich auch anders lösen, glaube ich. Ich will es nicht in einen Heilungsbereich kloppen. Obwohl, ich glaube, dass sehr häufig das zweite Pokémon kein Heil-Item abbekommt. Aha, alles klar.
wenn das erste schon geheilt wurde. Das ist mir aufgefallen, dass das immer so eine Art Rhythmus war. War ich schneller vorhin? Ich glaube, ich war schneller, nur ist das... Nee, das ist mir gerade zu... Ach, Scheiße. Das war ein Quid, ne? War das ein Quid gerade? Ich hoffe es. Und es piept weiter, während ich auffülle. Wenn das kein Quid war, reicht das jetzt. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das war, glaube ich, nicht mal... Was ist das? Das macht mir mehr Probleme, als ich dachte, aber ich denke, dass es jetzt besiegt ist. Muss es. Das muss jetzt reichen bei der Range. Ja. Lopunny, schon wieder Lopunny. Was ist das denn? Wird's wieder hochspringen? Finden wir's raus. Level 90! Natürlich wird das nicht mal die Hälfte machen. Oh, das wird immens reinhauen. Oh Gott! Scheiße, das ist zu stark, das Ding. Das ist leider sehr stark. Mit dem Crit oder sowas. Fuck, ey. Das wird jetzt aber bestimmt heilen. Und die Chance nutze ich auch. Da werde ich mich mal kurz... Wow! Das hat sowas auch noch. Okay, machen wir anders. Scheiße, was wird das denn? Was wird das denn? Attract. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Geistlein wird Lopunny besiegen, aber wann? Das macht schon gut Schaden, so ist es nicht. Aber wenn jetzt das nächste Aerial Ace kommt, wird es das wieder gewesen sein. Deswegen nachhelfen. Oh, es wechselt plötzlich. Au! Was zur Hölle? Was sollen diese Crits denn hier dauernd? Also wenn jetzt nochmal ein Crit kommt, dann wird das reichen. Nee, jetzt nicht mehr bei Crunch nicht. Das ist schon echt nicht ungefährlich, muss man sagen, aber... Okay. Kann ich raufhauen. Oder Synthese. Ich benutze Synthese, denn es wird jetzt am nächsten Mal sterben. Oh, verdammt nochmal. Stimmt, ich bin immer noch verliebt. Ich komme trotzdem gut durch. Oh je, oh je, oh je. Das ist schon mal erledigt. Beautyfly, easy. Das ist einfach. Endlich mal ein leichter Gegner. So sehr ich Papinella auch mag, aber das ist keine Gefahr. Ich wette, das wird nicht mal diesen Angriff überstehen. Ja, sag ich doch. Dann. Zorak! Verdammt! Das ist gemein. Das ist ein ganz harter Hund. Ich weiß noch, wie mir das Vieh mächtig Probleme bereitet hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Überhaupt nicht. Ja, das brauche ich. Das ist egal. Ich glaube Instant Thunderwave. Ich muss das ein bisschen daran hindern, mich zu treffen immer. Aber das könnte schon reichen, da das ist. Gut, gut, gut. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Ich habe die Chance, dass es manchmal nicht durchkommt. Dann nutze ich die Chance mal kurz. Genau. Vielleicht ist das sogar die Hälfte. Wir haben gesehen, wie stark das ist. Und das ist... Was? Was? Das war kein Crit! Das war kein Crit, Leute! Wie OP ist das? Ich weiß, ich habe einen Magneten, aber trotzdem! Och, nicht schon wieder sowas. Ey, Hypnose wird die Trendattacke in dieser Session. Also Hypnose kommt in letzter Zeit viel zu häufig.
Und schon wieder weit über die Hälfte. Das ist doch Wahnsinn. Das hat doch bestimmt auch wieder irgendwas komisches parat. Nee, nur Psychic. Ja, dann war's das. Bye bye. Och, nun komm schon. Willst du wirklich noch sowas rausbringen? Muss das sein? Das war wohl nix. Uiuiuiui. Ungewöhnlicher Kampf. Ein paar dramatische Situationen gab es, aber insgesamt war es machbar. Das magische Emblem. Es kann zu zweien werden und somit brauche ich noch. Und somit brauche ich keine nächste Kampfbasis machen. Hey, Doppelteam! Das passt zu dem, was ich gesagt habe. Mit Doppelteam mache ich zwei Embleme draus. Haha. Magic Tricks mit dem Pokémon. Bang! Bang!